die gesamte Zeit, schaut mal in Surat Al-Fatiha, wie fängt sie an? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Was heißt Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Was ist das für ein Ausdruck? Das ist Lob. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Warum lobt Allah subhanahu wa ta'ala sich? Weil niemand ihn so loben kann, wie er sich selber lobt. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nächste Ayah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Was bedeutet Ar-Rahman Ar-Rahim? Dem Al-Abama, dem Barmherzigen. Weiter? Weiter? Was bedeutet Maliki Yawmiddin? Dem Herrscher am Tage des Gerichts. Das heißt, wenn wir uns die Sura betrachten, alles Lob gebührt Allah. Und das ist das Schöne. Allah Azza wa Jalla sagt, Inna salata tanha anil fahshai wal munkar, wala dhikrullahi akbar. Wahrlich, das Gebet hält ab vom Schändlichen und vom Abscheulichen. Und wallahi. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban.